Es ergibt einfach Sinn. Wohl, Selbstmord mit einer Schrotflinte. Da bleibt nichts übrig. Im Gesicht. Hey, guck, was ich unten gefunden habe. Was meinst du? Ist der gut gealtert oder bloß verdorben? Was geht gerade in dir vor? Ich höre sie ständig sagen, dass sie dir nichts tun will. Wieder und wieder. Wir waren Kinder. Wir hatten Angst. Wir waren auf so einen Scheiß nicht vorbereitet. Sie hat nur mit dir geredet. Und ich hab sie umgebracht. Hör auf. Also ich finde, den Tom trifft mehr Schuld. Ich will die Stimme nicht mehr nutzen. Nie mehr. Was? Bist du sicher? Weiß nicht. Aber ich will mich nicht mehr so fühlen. Und ich glaube, wir wären ohne sie besser dran. Heute Morgen hatte ich diese schrecklichen Visionen. Von dir und Marianne und Eddie. Vision? Wie unsere Erinnerung? Ja, aber anders. Meine schlimmsten Gedanken wurden zum Leben erweckt. Du warst in meinem Zimmer und sagtest, ich hätte dich im Stich gelassen. Eddie nannte mich eine Schlange. Es tut mir leid. Ich hätte für dich da sein sollen. Schon okay, ich bin schließlich gegangen. Es darf nur nicht wieder passieren. Ich glaube, das wird es nicht. Irgendetwas hat uns gedrängt, Antworten zu finden. Und jetzt haben wir sie. Vielleicht liege ich falsch. Und wenn es so schlimm bleiben sollte, können wir aufhören. Aber ich will wirklich behalten, was uns ausmacht. Der wilde Jäger war gezwungen, bei der Mondhexe unter dem See zu bleiben. Doch sie tötete ihn nicht. Denn selbst mit nur einer Hand war er ein überaus nützlicher Diener. Er wartete auf den Tag, an dem er den See verlassen Bruder und Schwester? Und Jagd auf die kluge Prinzessin machen würde, um sich seine linke Hand zurückzuverdienen. Immer. Und das war die Geschichte davon, wie die listigen Kobolde die kluge Prinzessin vor dem wilden Jäger bewahren. Sechs Monate später.
Noch ein letzter Blick und wir können gehen. Hey, ich bin's. Hey, ich. Das Haus ist leer. Ich bin dann gleich hier raus. Also, letzte Chance. Soll ich noch irgendwas erledigen, solange ich hier bin? Hör mal, Tai, du bringst doch die Schlüssel zu Tina, oder? Ja, ich bring sie ihr auf dem Weg zur Fähre ins Büro. Tja, das war's dann wohl. Hast du von Tom gehört? Hast du den Artikel über Toms Wahlniederlage gesehen, den ich dir geschickt habe? Ach ja, ich habe deine Nachricht kurz vorm Derby-Training gesehen und hatte noch keine Zeit, ihn zu lesen. Aber ich musste schon über die Überschrift lachen. Stellst du dir manchmal Toms Gesicht vor, wenn du jemanden blockst? Nein, aber das ist eine super Idee. Wie auch immer. Ich bin froh, dass Tessa ihn verlassen hat. Karma's a bitch. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ziemlich gut. Wirklich gut. Dir? Auch. Weißt du, das Haus leer zu räumen hat mir echt geholfen. Danke für die Hilfe. Das Observatorium hat mich wirklich gebraucht. Und nach allem, was passiert ist, tut mir etwas Abstand zu Delos Crossing gerade sehr gut, denke ich. Keine Sorge. Läuft alles gut mit der Therapeutin? Gail, ja. War gerade dabei, meine Hausaufgaben zu machen und ein paar Briefe zu schreiben. Das hat mir echt etwas Durchblick verschafft. Das klingt super. Wie ist Juno? Wie ist Juno? Groß und voller Leute. Selbst ohne Touristen. Michael schreibt gerade Regeln für die Wohnung. Wir müssen gegen sein Vollwertkostkonzept ankämpfen. Unterzeichne ja nichts, bevor ich da bin. Okay? Okay, aber beeil dich. Wenn es nach ihm geht, bleibt uns nur ein kleines Fach für Junkfood. Was? Das geht gar nicht. Nach meiner OP nächsten Monat brauche ich mindestens das Doppelte, nur für Süßkram. Absolut. Das geht so nicht. Okay, ich muss jetzt auflegen. Bis heute Abend. Okay, ich gehe noch ein letztes Mal durch das Haus und dann ab zur Fähre. Gute Fahrt. Ich bin mir sicher, dass es in dem alten Allison-Mobil gar nicht anders geht. Hab dich lieb. Ich dich auch. Na. Das wird mir fehlen. So eine tolle Aussicht. Bist du noch mal in Erinnerung, Mr. Ronan? Hey, ich habe hier gerade einen sehr rührenden Moment mit mir selbst. Okay, lasst euch nicht stören. Große Bindung zum Haus hatten wir als Spieler jetzt ja nicht. Es ist schräg, es so leer zu sehen. Aber wenigstens ist es das letzte Mal. Meist Krimineller von Delos Crossing entkommt. Pelzig hat man die gefährdet erneut Postsendungen. Briefkastendieb. Michael. Tyler. Michael ist offline. Muss echt eine Erleichterung sein, endlich mit diesem Ort durch zu sein. Das sage ich dir. Wenn der Verkehr nicht allzu schlimm ist, sollte ich so um 16 Uhr wieder bei uns sein. Haha. Verkehr in Delos nur, wenn der Briefkastenräuber entkommen ist. Hey, ich mach dir Kekse, die du so magst. Haben wir hier? Hey Kobolde, hab gehört, dass ihr endlich das Haus verkauft habt. Ich war heute Abend bei euch, um euch dabei zu helfen, alle nötigen Sachen zu reparieren. Aber ihr wart nicht zu Hause. Seid ihr schon ausgezogen? Dinge ändern sich so schnell, wie dem auch sei. Ihr wisst, wie ihr mich finden könnt. Und äh,
weiß nicht, ob euch das erreichen wird. Es wird spät, ruft mich an, wenn ihr noch da seid. Mitgenommen. University. Allison das Foto schicken. Darauf muss man erstmal kommen, dass man hier was machen kann. Das war der Raum der Prinzessin im ersten Kapitel. Gehen wir nochmal nach oben. Hier ist nichts mehr. Ciao, Besen. Mach's gut, Zimmer. Mach's gut, Mann im Mond. Für die Nachwelt. Na, können Sie alles überstreichen, die neuen. Anlehnen. Hoffentlich macht der neue Besitzer was Anständiges daraus. Na, gibt's jetzt keine Antwort mehr von Allison? Und doch jetzt. Kobold-Smilies. Goblin-Smilies. Blöd gelaufen, Thomas Anthony Vecchi. Tja, zumindest hat sie ihn in den Wind geschossen. Ich schreibe diesen Brief vom Flughafen, wo ich bald für einen Missionsauftrag einen Flug nach Manila antreten werde. Bitte entschuldigt, dass ich mich nicht persönlich von euch verabschiede, aber ich muss diese Entscheidung allein treffen. Vielleicht könnte ich Mary Ann ihren Verrat nicht verzeihen, weil ich nie die Kraft aufbringen konnte, meinen Mann zur Rede zu stellen. Ich habe keine Lust mehr zu lesen. Ich habe zu viel gelesen heute. Oh, mit 3D-Effekt. Vielleicht noch ein Bild vom Steg. Ja, Zeit für was Neues. Scheune.
Haben sie das Kind wirklich nicht ausgebuddelt? Das wäre es ja noch gewesen. Alles okay, Ty? Ehrlich gesagt, ja. Es ist alles okay. Ich finde dieses Übernatürliche wieder wie von Life is Strange, dem ersten Teil, wäre hier nicht wirklich nötig gewesen. Kobolde out. Hat zwar jetzt geholfen bei der Aufklärung, aber ich hätte es nicht gebraucht. Fan Life is Strange Before the Storm mit der normalen Chloe noch viel besser. Das ist halt nicht übernatürlich war. Schade, dass Tessa ihr Café geschlossen hat. Dein neuer Laden ist nun wirklich kein Ersatz. Die hätte ich ihm wohl vorbeibringen sollen. Oder gleich zu Bernies. Ich hoffe, die nächste Kobold-Familie baut hier drin viele Sandburgen. Ja. Oh. Noch immer keine Biber. Nee. Tja, ich bin direkt hinter euch. Ja, die Geschichte hat sich wieder mit jeder Episode so ein bisschen verändert. Eine andere Sicht. Am Anfang dachte man, Mary Ann hätte was gegen Tyler, weil er ein Transgender ist. Weil er als Mädchen geboren wurde. Dann kam im zweiten Kapitel das mit dem Jugendamt dazu. Ja, und jetzt kam die Auflösung. Kobold immer dabei. Ah, verträumtes Seufzen. Na, er knutscht mit Michael. Ist das Master Chief? Na, ich will losfahren. Ich sollte meine restlichen Sachen holen, bevor ich verschwinde. Blöd gelaufen, Thomas Anthony Vecchi. Was sind denn seine Sachen? Vielleicht solltest du den Laptop mitnehmen. Ah, dann haben wir alles. Das Haus für immer verlassen. Nun, dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen.
Ja, und das war's mit Tell Me Why. Hey, hallo Aaron. Hier ist Ty. Tyler Ronan. Ich, dachte, ich versuch dich in deiner Pause abzufangen. Aber du hast in der Zwischenzeit wohl einen anderen Rebellen gefunden. Ich weiß, ich habe mich nicht mehr gemeldet, seit ich aus Fireweed weg bin. Ich wollte nur sagen, naja, du hattest recht wegen der Trauer, dass sie sich im Kreis dreht. Heute Morgen war ich draußen auf der Veranda und schaute in den Nebel. Und meine Mutter, sie stürzte einfach aus mir heraus. Aber es war okay. Die Erinnerung fühlte sich gut an. Wie auch immer, ruf mich zurück, wenn du mal Zeit hast. Wir sehen uns. Und danke. Vom Leben entzweit, abgeschlossen weg, zwei Erfolge noch bekommen. Und das war jetzt Tell Me Why, das Spiel von Dotnod Entertainment, den Life is Strange Macher, von denen ich in 2-3 Monaten auch das neue Life is Strange spielen werde. Ja, zum Spiel selbst habe ich eigentlich alles gesagt. Nein, habe ich nicht. Denn ich muss trotzdem sagen, Life is Strange ist immer noch stärker. Also der erste Teil, Before the Storm. Im ersten Teil konnte ich mich mit dem Max Caulfield identifizieren, was Schulleben betraf. Betroffen hat. Ja, bei Before the Storm so ein bisschen die Chloe, die Rebellen. Und ich glaube, Leute, die genauso wie Tyler sind, Transgender, die konnten sich bei ihm jetzt hier richtig hineinfühlen. Was dann, also vor allem im ersten Kapitel, wo das großes Thema war. Man konnte sich, also, was wollte ich sagen? Es wird auch Leute hier bei Tell Me Why gegeben haben, die sich mit den Leuten identifizieren konnten. Bei mir war es jetzt nicht so. Aber trotzdem war es natürlich ein gutes Spiel. Normalerweise lasse ich die Quests mal durchlaufen, aber weil es danach noch die Entscheidungen gibt, überspringen wir das jetzt. Oder ist es gleich schon zu Ende? Ich werde jetzt kommen jetzt zum dritten Mal. Überspringen. Ja. Allison war dankbar, dass sie Mary Ann's Rätsel gelöst haben. 84% haben das Rätsel gelöst. Ich gehörte dazu. Ach nee. Nee. Allison wurde durch Toms Aussage beeinflusst. 0%. Alle Spieler haben die Erinnerung. Das kann ja nicht sein. Ich bin ja keine
In der Erinnerung der Zwillinge geglaubt. Ja, aber das von Tom, das war doch logisch. Die Allison hat es gut erklärt. Oh Gott. Die Zwillinge haben auf ihr Band vertraut und ihre Stimme behalten. 95% hielten an ihrer Stimme fest. Da gehörte ich auch dazu, zu der Mehrheit. Eddie war erleichtert, dass Allison die Verantwortung für Mary Anns Tod übernommen hat. 67%. Also ich gehörte zur Mehrheit. Sam hat sich von Allison verstanden gefühlt. 70% haben Sams Geschichte angehört. Auch zur Mehrheit. Mike fühlte sich mit Tyler näher. 71% haben Michael geküsst. Hätte ich auch zur Mehrheit. So, nun wechseln wir zu den Freunden. Was bedeutet, jetzt kommen die Entscheidungen von der Phönixer. Ihr Spiel könnt ihr euch bei ihr auf dem YouTube-Kanal anschauen. Vom letzten Jahr. Da stimmten wir überein. Also im zweiten Kapitel war es ja wirklich so, dass wir nur in einer Sache uns einig waren. Aber ich glaube, jetzt im dritten Kapitel sieht es wieder anders aus. Sie hat Toms Aussagen geglaubt. Wie kommt man da auf die 0%? Ah, da sind wir uns auch einig. Ich dachte, da die auch auf der Seite des Bruders. Auch, und sind wir uns auch einig. Sind wir uns auch. Die Zwillinge haben auf ihr Band vertraut und ihre Stimme behalten. Sind wir uns auch einig. Da sind wir uns auch einig. Da sind wir uns auch einig. Ich habe also alles richtig gemacht. Ah, schön. Falls du oder jemand, den du kennst, Suizidgedanken hegt oder eine emotionale Krise durchlebt, können dir diese Links und Angebote wieder weiterhelfen. Dein Leben ist es wert, geliebt zu werden.